So, willkommen zurück, Folge 5 auf YouTube. Heroes Reborn, immer noch hier. Ja, wir sind immer noch verzweifelt am Suchen nach dem Schlüssel. Wo ich nicht weiß, wo der liegen könnte. Wo der ist, wo der, ja, sich versteckt hält. Ob der einen Gegner hatte oder so. Warte mal, hier liegen Waffen. Hier auch. Da ist der Fahrstuhl, der ominöse. Der nicht ganz runtergefahren ist, wo wir ja gestorben sind in einer Folge. Ich glaube, Folge 3 war es. Und ich immer noch nicht weiß, wo finden wir denn... Oder ist hier... Nee, ist das Treppenhaus, ne? Treppenhaus, Treppenhaus. Zieht mal eure Schlüpper aus. Treppenhaus, Treppenhaus. Was? Nein. Manchmal geht es mit mir durch. Das ist, ja. Wo soll ich denn bitte hier den Schlüssel finden? Hier vielleicht? Nee. Hm. Im LKW, oder? Nee. Wo soll denn hier ein Schlüssel liegen? Vor allem zumal gameplay-technisch hat ja noch nie irgendwie das Spiel von uns verlangt, dass wir irgendwas... Huch! War ich nicht. Gameplay-technisch hat das Spiel von uns ja noch nie so irgendwie verlangt, dass wir irgendwas suchen müssen. Ist schon sehr merkwürdig. Verschlossen, ich muss den Schlüssel finden. Hm. Ah, hier, mein Auge. Oh. Entschuldigung. Hier liegt ein Walkie-Talkie. Wo soll denn bitte hier, wo soll denn bitte der Schlüssel liegen? Kommen wir denn in der Vergangenheit irgendwo anders weiter vielleicht? Ah, okay, super. Danke. Hm. Ich habe gerade keinen Plan, keinen Schimmer, wo der Schlüssel hier liegen soll. Das haben wir schon gelesen, ne? Schlüssel zu was? Verarbeitungs... Der lag hier irgendwo rum. Jetzt haben wir den eingesammelt. Toll. Super. Naja. Wer lange sucht, wird was finden. Können wir endlich weitergeben? In der Hoffnung auf mehr Gegner. Die wir rumschubsen können. Ladebildschirm, ja. Versammlung, Stufe 7. Das Werfen explosiver Objekte ist sehr effektiv. Das haben wir schon rausgefunden. Guck mal, da ist Lava hier unten drunter, siehst du? Guck mal, da unten ist Lava. Lava. Sieht ein bisschen aus wie das Terminator-Level. Was war los? Ich geh mal in die Hock. Hallo Jungs, alles klar? Bam! Contact! Bam! Okay, die sind down. So, wo geht's weiter? Ich glaube in der Vergangenheit gehen wir mal weiter. Was? Was? Bitte was? Willst du mich verarschen? Lad schneller nach. Zeit, lad nach. Willkommen in der Waschstraße. Okay. Alter Schwede. Ach du heiliger Strohsack. Äh.
Schaffe ich nie im Leben. Das war so klar. Ja, durch Verlangsamen über Dreieck überwindest du schwierige Situationen. Toll, super. Hallo Wandi, ich grüße dich. Willkommen zu Let's Play Live, schon zum Live-LP. Wie du siehst auf YouTube, wir sind immer noch im Live-Let's Play hier gerade. Und ja, fängt das schon mal super an. Wie soll man das denn schaffen, bitte? Au, au, au! Uah. Boah, das war knapp. Was? Komm mal mit, Kumpel. Komm mal mit. Komm mal hier. Ciao. So, warte mal. Wo müssen wir denn jetzt... Boah, Cell, Alter. Atomexplosion. Kann ich da hinspringen? Nein, kann ich nicht. Oder? Warte mal. Vielleicht hier so. Ja, das geht. So, ich weiß gar nicht, ob das richtig war. Müssen wir mal schauen. Ich glaube schon. Contact lost, ja. Scheiße. Die stehen ein bisschen doof, die Truppe da. Bam! So, noch zwei übrig. Hat gefunzt. Aber der lebt noch. Guck mal da, Feuer. Ich glaube, der ist down. Ich glaube zumindest. Aber wie cool das Level... Aber wie cool das Level designt ist. Du siehst mich nicht. Du siehst mich einfach nicht. Du siehst mich nicht. Nichtle, ciao, ciao. Ciao. So, ich glaube, der ist gerade in die Säure gefallen. Der löst sich jetzt auf. Boah, da ist das hell. Wo müssen wir denn jetzt hin? Okay, Vergangenheit gibt es gar nicht, so wie es ausschaut. Ah, doch hier. Hier geht's anscheinend weiter. Okay, ich bin in Raum 213C. Okay. Ach du heiliger Schrosack. Ach du Scheiße. Ach du heiliger Schrosack. Um Gottes Willen. Bitte keine Bahn fahren jetzt. Was? Das ist nicht euer Ernst, oder? Schaffe ich nicht. Doch, schaffe ich. Schaffe ich das? Wo will die Kamera hin? Bleibst du wohl hier? Warte mal. Ich muss mal eben... So. So. Jetzt ist die Kamera wieder in Action. Da wollte die Kamera weg. Und ich habe gerade einen Huhn gehört. Ich weiß nicht, warum.
Habt ihr das gerade auch gehört? So Kikiriki! Kikiriki! Wie sieht das denn eigentlich in der... Okay, in der Vergangenheit sieht das... Ich habe schon wieder einen Huhn gehört. Was ist denn hier los? Okay, ein bisschen gruselig ist es auch. So. Warte mal. Sag mal, ich höre doch die ganze Zeit einen Huhn hier, oder? Warum höre ich denn die ganze Zeit hier so einen Huhn? Kükürükü. Was? Komm her! Doch, ciao! Wo willst du hin? Bleib hier! Oh, was? Aua! Was? Nein! Ciao! Tja, da bin ich weg. Warte mal, ich muss da hin, ne? Lalalalalala, ihr seht mich nicht. Ciao! Kontakt spotted! Wo sind die? Open Fire, du kriegst klar Open Fire. Wo sind die denn? Okay, der ist down. Dieses Huhn, ne? Wer fügt denn das hier ein an Soundfile in so einem Spiel? Dieses penetrante Huhn immer. Komm, ich hab einen Feuerlöscher für euch. Na, komm her. Ah, schon wieder. Das gibt's doch nicht. Es muss doch mal gut sein hier, Jungs. Schlüssel bekommen. Yeah. Du hast einen Schlüssel zur Garagentür. Ladebildschirm. Ich hab's gewusst. Stufe 8. Auf der Suche nach. Nutze das Spähen als Tarntechnik über verschiedene Zeitabschnitte hinweg. Versammlung habe ich gerade die Trophäe erhalten. So. Bin ich jetzt hier bei Resident Evil oder wo? Hat noch ein bisschen was von, ich weiß nicht, ob irgendjemand dem Spiel was sagt, Singularity. Habe ich damals auf der PlayStation 3 gespielt, sehr, sehr gerne. Da war auch so ein bisschen mit Zeitsprüngen und sowas alles. Das war, wo kommst du? Alter. Wo kommen die denn auf einmal her? Singularity habe ich damals auf der PlayStation 3 sehr gerne gespielt. Ist auch sehr, sehr ein sehr, sehr cooles Spiel. Falls ihr eine PlayStation 3 besitzt oder einen PC, spielt es ruhig mal. Es war sehr cool. Hat auch eine geile Story gehabt. Okay, da lief schon mal einer in der Zukunft. Hier läuft er gerade. Da hinten ist auch einer. Da ist wieder einer von den G.I. Joe Action Figure. Nenne ich die jetzt einfach mal. Na du kleiner Motorradhelmträger. Na du. So, warte mal, wo müssen wir denn hin? Da müssen wir hin, wir brauchen einen Schlüssel. Okay, alles klar. Also müssen wir die wieder erledigen. So, warte mal. Thank you.
So, der ist schon mal weg. Guck mal, wie schnell der da ist, der Kleine. Guck mal. Wo ist sie denn? Wo ist sie denn? Okay. Gibt's noch irgendwo vielleicht einen Feuerlöscher oder sowas? Ah, hier, guck mal. Okay, wo sind die? Ja, ja, such mich mal. Den G.I. Joe, den schnapp ich mir zum Schluss. Nein, das war falsch. Aua. Ich hab echt gedacht, dieser Schrank, der steht in der Zukunft, aber der steht in der Vergangenheit. Scheiße. Verdammt. Okay, er steht hier. Die Lampe steht auch in der Vergangenheit. Das macht schon echt Spaß. Das macht schon Laune. Okay. Gucken, wo wir was haben zum Werfen. Wie er da steht, ne? Ich bin bereit, ich bin bereit, ich bin bereit, ich bin bereit, ich bin bereit. Ist der Stuhl? Ne, der Stuhl ist in der... Nein! Wo ist der? Aua, aua, aua! Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg! Alter! Alter! Hilfe! Das gibt's doch nicht! Da guckst du doof, ne? Ein Stuhl für dich. Alter. Dieses Spiel, ne? Um was geht es in dem Spiel? Wir sind hier eingedrungen, weil wir von Cassandra, die wir ja gerade spielen, mit dem Freund Alex sind wir hier eingedrungen und wollen herausfinden, was mit unseren Eltern ist. Und dann wurde Alex quasi gefangen genommen und wir versuchen, den gerade zu retten. Und wir haben herausgefunden, dass wir übernatürliche Kräfte haben. Darum geht's, Wandi. Und wie gesagt, ist ja gerade ein Live-Let's Play. Ich gehe normalerweise nicht so auf die Kommentare im Chat ein, sondern nur für YouTube, für dich, ne? Hallo? So. Da ist wieder die Tür und wir brauchen hier einen Schlüssel. Aha. War ja klar. Die haben wahrscheinlich den Schlüssel, den wir brauchen. In der Vergangenheit. Das Explosivdinger hier? Ich glaube ja. Geh doch mal an die Seite, du. Das gibt's doch nicht. Störst mich jetzt, dämliches Fass. Das gibt's doch nicht. Sehr schön, aber den Schlüssel. Supi. Den Schlüssel zum Datenzentrum. Und ich würde sagen, was im Datenzentrum so uns alles erwartet zwischen den zwei Türen, erfahrt ihr in einer weiteren Folge bei Heroes Reborn. Bis dann, ciao.